Bremen hat so seine Eigenarten. Ja, das ist tatsächlich so. Wir, die wir hier wohnen, wir merken das nicht so. Aber für Leute von woanders, da gibt es schon so einiges zu entdecken. Unser Redaktionsamerikaner David Patrician zum Beispiel, der wundert sich des Öfteren. Diesmal über einen Brauch, der in Bremen seinen Ursprung hat, den aber auch schon diverse andere Städte kopiert haben. Ab und zu vor der Bremer Dom passiert etwas Merkwürdiges. Was ist dieser Bremen Mystery? Ich treffe den Chef dieser Haus und lerne, dass er hat auch selber mitgemacht. Obwohl vielleicht nicht freiwillig. Ich freue mich auf. Komm, lass uns hinsetzen. Ja, gerne. Ich möchte gerne ein bisschen über diese Tradition hören. Ja. Sie werden von ihren Freunden und Freundinnen dazu gebracht. Und es ist so ein bisschen Strafe auch, dass man noch nicht verheiratet ist. Ich selber habe es ja auch gemacht damals. Und ich war Student noch in Göttingen. Und dann haben meine Freunde gesagt, du wirst jetzt 30 Jahre alt, also machst du Domtreppenfegen. Sogar der Gottesmann musste Treppen putzen. Das Domtreppenfegen ist an seinem 30. Geburtstag unter Anteilnahme der Bevölkerung, das ist wichtig, durchzuführen. Und zwar so lange, bis er durch den Kuss einer jungen Frau davon befreit wird. Hier würde ich Kritik anmelden, denn es ist eigentlich eine Jungfrau. Eine Jungfrau, eine erwachsene Jungfrau zu finden heutzutage, ist ein bisschen schwer, oder nicht? Das ist in der Tat schwierig, aber es geht alles. Also mich hat freigeküsst ein Mädchen, die war vielleicht 14 oder 15. Ich habe das Gefühl, dass man vergisst diese Erfahrung nie im Leben. Nein, das vergisst man auch wirklich nicht, weil sie ganz süß war. Ach ja. Ich lerne, dass obwohl früher hat man auf dem Domshof ein Fegen gemacht, seit ungefähr 50 Jahren machen die Bremer es auf die Domtreppen. Dann ist der Garten an der Straße und dann links. Dann können sie eventuell ein Fräulein zum Essen einladen, zum Beispiel zu Kartoffeln. Kostüme, Alkohol, ein richtiger Party, direkt vor der Bremer Dom. Wahnsinn. Was würde der liebe Gott sagen? Pastor Ulrich, eine Frage. Die machen die Kirche, sogar Gottes Haus, ein bisschen schmutzig. Sind Sie nicht ein bisschen böse? Nein, wir sind gar nicht böse, weil es ja Spaß ist und es wird grundsätzlich wieder sauber gemacht. Die Kronenkorken werden ja wieder von den Junggesellen dann wegge- und von den Freunden eingesammelt. So viel Spaß in die Kirche? Wusste gar nicht, dass es gibt. Der Glaube ist ja auch fröhlich. Happy Days in Bremen. Und fröhlich fegt der Nächste. Ich muss hier etwas fragen, weil deutsche Kultur ist interessant, aber so verkleidet vor dieser heilige Dom ist schon ein bisschen komisch. Ich meine, was ist dein Gefühl heute Abend? Ja, ich habe mich schon mal besser gefühlt, aber ist okay. Und der Ziel für heute, was geht's jetzt weiter? Jetzt geht's noch in eine Bar und da wird gut getrunken, gut gegessen und gefeiert. Moment, Moment. Vorher muss noch gearbeitet werden. Und wenn ich richtig erinnere, muss Sebastian eine sogenannte Jungfrau finden. Ziel erreicht. Und Prost. Ja, liebe Zuschauer, ein toller Abend. Und eine letzte Frage. Sebastian, hast du zurzeit eine Freundin? Nein, leider nicht. Also, ruf mich an. Ja gut, sagen wir so, zu unseren Frauen-Zuschauern, es gibt sehr schöne, hübsche Männer hier in Bremen und die warten auf dich. Dann, vielen Dank, Pastor Sebastian, und liebe Zuschauer, bis nächstes Mal, ja? Goodbye. Goodbye. Naja, Sebastian hat ja dafür jetzt eine ganz tolle und große Kronkorkensammlung. Da müsste es doch eigentlich auch mal mit den Frauen klappen, oder?